Ja, sich mit dem Besten zu messen. Zu gewinnen. Ja, Spaß zu haben. Im Motorsport. Ja, also der erste Sieg, was ich damals gehabt habe im Autocross gegen einen Porsche. Das war echt sensationell. Und jetzt im Rallycross die Ehrung voriges Jahr von Herrn Schontott. Sehr. Das war ganz, ganz toll. Das bleibt ewig in Erinnerung, ja. Ja, ich bin 8 Jahre lang Autocross gefahren. Ja. Habe angefangen 2002. Ja. Und bin eigentlich mit Motorsport immer schon infiziert gewesen. Ja. Ich bin damit aufgewachsen und wollte das eigentlich dann immer selber probieren und schauen, wie gut ich darin bin. Ja. Und bin 8 Jahre lang gefahren mit Höhen und Tiefen im Autocross und bin dann umgestiegen 2011 ins Rallycross und macht irrsinnig Spaß. Ja, wir waren damals Zuschauer, es sind Bekannte gefahren, Autocross, Europameisterschaft, und da waren wir eben immer dabei, als Zuschauer oder auch als Helfer. Ich war halt noch klein, aber ja, so ist das halt entstanden. Ne? Also ich bin die Birgit Kuttner, bin aus Hollerbonn, bin 1984 geboren und bin Grünanlagenpfleger in Hollerbronn. Ja, super, also die Super Touring Cars, die 1600 Kubik. Ja, die bin ich momentan. Ich meine, es wäre natürlich, ich würde gern was anderes fahren, so wie Super 1600, das ist halt finanziell nicht leistbar. Und deswegen wird 2017 wahrscheinlich auch wieder die Super Touring Car bleiben. Ich meine, ist eh schöne Klasse, toll, aber halt natürlich nach oben wäre natürlich besser. Ne? Mein Traum ist Staatsmeister und Zonenmeister. Wäre für mich mein Ziel, mein Traum im Rallycross. Ja. Ja, ohne finanzielle Unterstützung null. Aber wir kämpfen trotzdem. Wir kämpfen zwar mit kleinem Budget und es funktioniert auch, aber halt gegen die Konkurrenz, die was halt das Vierfache am Budget haben, ist halt ja schwer. Ich bin für jegliche Unterstützung offen. Ob jetzt wirklich, ich freue mich über alles. Jeder, was mir helfen will, gerne. Es ist möglich, wieder meinen Vizestaatsmeister zu verteidigen. Momentan bin ich in dritter Position. Es wird schwer, aber es ist nicht unmöglich. Die Chance besteht. Vielen herzlichen Dank.